Das habe ich befürchtet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der... Der hat sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen festgefahren, weil, guck mal, ich kann mit dem auf jeden Fall sowas hier machen, ne? Ich weiß es aber nicht, wofür es da ist. Könnte ich als Plattform missbrauchen, klar. Nee, geht auch nicht. Das geht auch nicht. AP bewegt sich nicht mehr. Was soll ich denn mit dem wollen? Ist mal ohne Scheiß. Ja, ist mir scheißegal, ob die Stadt gleich wieder fällt. Ach, nee. Ja, hier ist nur die Tür. Schade, dass ich jetzt meine komplette Chaingun einfach weggeballert habe. Mann! Keine Ahnung, was ich sonst damit anfangen sollte, weil man hat ja nicht mehr als das, ne? Hm. Was mich wundert ist, irgendwas muss ich damit ja machen können. Sonst wäre es ja jetzt ja nicht so, wie es ist. Ah, ich bin so dumm. Das ist ein Schalter, das gelbe Ding. Ich habe gesehen, dass die Scheibe immer verschwunden war, aber ich dachte, das wäre ein Grafikfehler. Habe ich wirklich gedacht. Ein Clipping-Fehler, weil ab und zu scheinen hier mal Wände durch und sowas. Ah, okay. Sparrow Pit ist ausradiert. Ja, es interessiert mich nicht. Immer noch nicht. Spiel. So, dann lass ihn mal laden. Lass ihn mal laden. Die Spatzgrube, Sparrow Pit. Ach, da. Hallo. Ja, du? So, was geht hier jetzt ab? Bin noch nicht sehr viel, wenn wir so angucken. Ach, Mann, ich will die nicht zerstören. Ich will eigentlich hier inkognito gehen, sein, tun. Ja, ja. Alter, du bist doch gerade fast hochgekommen. Gefälligst Mühe! Danke. Ach, schön, wieder 100 Energie. Okay. Die Mucke ist aber ganz geil, ne? Aha. Was ist das da für jemand? Ah, den kennen wir zumindest vom, auch von einem der Porträts. War das jetzt ein Endgegner? Ich weiß kein Endgegner, oder? Das glaube ich nicht. Also wieder hier die Nippel abschießen von unten. Weil das sah ziemlich verstörend aus. Das Interessante ist, das Coole vor allem, ich hatte mir jetzt ja mal durchgelesen hier mit den Ständen, so dass ich ihm auch gefragt, hör mal, was ist das für ein Typ da beim Porträt? Ich könnte es jetzt sogar beantworten. Ist das nicht toll? Was ist das? Ist der Steuermann? Irgendwo so ein Nippel dran, oder? Was ist hier los? Nö, ne? Eigentlich alles gut. Hm. Keine Ahnung, ob ich den jetzt beschießen muss oder was ich auch immer mit dem tun soll. Hm. Komm ich da jetzt rein irgendwie? Nee, ne? Oder soll ich mich jetzt wieder verschnieseln? Ist das egal? Nee, da komme ich auch nicht mehr zurück. Irgendwas muss ich jetzt mit dem Schiff machen. Die Nippel sind alle weg. Es ist ein Pilot erschienen. Komm ich irgendwie hier rein? Nee. Hab ich gerade irgendwas gesehen? Nochmal hier hoch. Hm. Auf einen Kran vielleicht. Hm.
Was kannst du von mir wollen? Also ich treffe es auf jeden Fall, ne? Und da kommt auch Geröll irgendwie, aber ich sehe keinen Energiebalken. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn ich hier gegen stehe, okay, jetzt kriege ich auch Geröll. Okay, ich habe es irgendwie kaputt gemacht. Bums! Also hat es doch funktioniert, okay. Beruhigt mich erstmal. Gucken wir uns erstmal die kleinen Spackos. Dann haben wir mehr Zeit für den großen. Oh Gott, ja, da hab ich echt gepennt. Danke. Danke. Tschüss. Okay, da gibt es nichts mehr für uns. Ein bisschen Energie könnten wir noch haben, wenn wir... Oder holen, wenn wir Bock hätten. Habe ich aber nicht. So. Quenka Shit. Ah, das sind die ganzen Gegner. Okay, ja. Nein, ich wollte noch gar nicht hier runter. Verflucht. Aber wir kommen wieder hoch. Das ist schön. Ich will die Welt auch nicht zerstören. Aber es kann sehr gut sein. Das ist ganz schön creepy hier eigentlich, ne? Wenn ich mir mal so angucke. Vielleicht fände ich das deswegen auch wieder damals auch so gut, das Spiel, weil mich das wieder verstört hat. Das war wieder eins von diesen Spielen. So. Gehen wir mal wieder hoch. Ja, gut, dann zerstören wir halt die Welt. Wenn es denn sein muss. Clear. Alter, okay. Die Welt ist schon eine Atombombe. Die hat doch alle recht viel aus, die Gegner, und die sind halt zu agil, das ist das Problem. Oder ich sag mal, relativ agil sind sie. Ich glaube, irgendwas verfolgt mich da gerade. Habe ich das gerade richtig gesehen? Und was schießt ihr mit solchen Sachen auf mich? Was ist das? Also leicht heroische Musik kommt jetzt hier sogar zum Vorschein. So, aber ich habe hier garantiert irgendwas übersehen. Auch leicht weihnachtlich, finde ich, ne? So, komm. Ich muss hier nochmal kurz um. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich nochmal ein bisschen Mörser. Und ein bisschen Freude. Okay, sonst war da nur die Tür. Was haben wir da unten? Noch drei von den Viechern. Alter. Jetzt ist es aber hier gut. Finde ich aber geil, dass sie sich erstmal hinter den Schreibtischen in Sicherheit bringen wollen. Jetzt verpisst der Letzte sich, ich werde wahnsinnig. Ah, Energie. Das ist gut. Gefällt mir. Gefailt mir. Oh, so, komm, Baby. Ich krieg dich, du Sau. Okay, weitläufiges Areal. Wo ich dann gleich eine Atombombe brauchen werde, wieder mal. So, geht er down. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Energie. Echt, die Bombos geben uns einen Energiepunkt, tatsächlich. Ich hab's befürchtet, aber ich wollte es nicht wahrhaben. So, okay. Oh, sind wir wieder mit den dicken Mobs hier. Hallöchen. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Zwei schlafende Viecher und ein paar Upgrades. Nur eine Granate und einmal die Bombe. Jetzt müssen wir nur irgendwie nach oben kommen, ne? Wenn ich das halt richtig gesehen habe. Ich bin auch noch. Ist das Lava da drin? Nein, ist es nicht. Guten Tag. Na gut, dann stirb. Ich mag die Roboter irgendwie. Au. Ah, guck mal, sind wir auch schon gleich oben. Aber erstmal möchte ich auf die andere Seite. Scheißegal, ob da jetzt zwei große kommen. Was sind das hier für Boden-Moppets? Okay, das war dumm von mir. Mein Fehler. Ich glaube, der erste ist jetzt gleich Geschichte, der zweite aber auch schon so gut wie. Ja, wenn man bedenkt, wie lang mir das am Anfang vorkam, ne? Die Viecher zu vernichten. Hilfe! Das ist jetzt asozial. Das ist richtig scheiße. Ich möchte das nicht haben. Er hat keine Arme mehr, das finde ich gut. Trotzdem hat er es geschafft, mich echt hart zu verletzen.
Ich brauche Energie. Ich brauche wirklich Energie. Sonst wird das hier nichts. Ich speichere mal ab. Bevor ich sterben sollte und den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Ist natürlich jetzt sehr mutig mit 21 Energiepunkten. Aber hey, so bin ich. Ein geiler Typ. Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Alter Vater. Ein Energiepunkt. Ich bin tot. Gut, dass ich geladen habe. Gespeichert habe. Eieieiei. Ja, dann mach auch fertig. Ich bin gestorben, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ich erstmal nicht. Natürlich will ich mein Spiel laden. So klar. Mit deiner hässlichen Visage da. Ach, wir müssen ja den kompletten Bereich dann nochmal neu machen, ne? Aber es ist gut. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut, weil dann kann ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf meine Energie aufpassen. Achso, genau. Erstmal machen wir dich kaputt. Darth Walder. So, vielen Dank für die Energie. Die brauchen wir nämlich. Dann machen wir trotzdem erstmal euch hier kaputt. Du interessierst mich nicht, weil du hast gleich keine Arme mehr. Lalalalalala. Und ihr beiden interessiert mich genauso wenig. So. Kleinste Atombombe der Welt. Wie gesagt, von hier aus kommen wir da leider oben nicht dran. Müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen den Weg durchkämpfen. Müssen wir auf unsere Energie mal achten. Am schlimmsten war nur eigentlich der eine, zu dem wir runtergefallen sind, ne? Das war eigentlich so das größte Problem, was wir hatten. So. Alter! Willst du mal bitte dich unter Kontrolle halten können? So. Einmal rüber. Wollen wir die beiden Spackos töten. Wobei, ist es nur einer? Ist es gar keiner? Jetzt sind es wieder zwei, okay. Nein! Okay, nur nicht runterfallen. Ich habe keine Lust auf so verlängernde Kackdinger. Also unnötig verlängernde Kackdinger. So. Dann geht er auch down. Keine Flugschiffe. Jetzt denn es vorsichtig sein. Unglaublich, ne? Unglaublich. Komm, stirb, okay. So, 71 haben wir jetzt noch. Schon deutlich besser als eben. Ich weiß, was du hier bist. Sie ziehen einfach zu viel Energie ab, ne? Das ist unglaublich. 20 Energie, das ist einfach zu viel. So, da müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger agieren. Ist ja kein Thema. Und er geht down! Wieso triffst du mich denn nochmal? Wie kann das sein? Nein, fall doch nicht runter, du Idiot! Oh, das ist unglaublich. Ich war schon auf der richtigen Seite. Gut. So, jetzt kommt aber kein neuer, ne? Jetzt können wir hier einfach ganz entspannt durchlatschen. I hope. Jetzt will ich gleich 150 Energie bitte haben. So. Und so. Ein bisschen Abstand nehmen. So, dankeschön. Okay, ein bisschen Energie gibt es sogar zurück. Dankeschön, immerhin. Eieiei, das war echt eine harte Stelle, ey. Ja, aber klar, wenn die natürlich 20 Energie abziehen, ey, das ist ja. Da halte ich halt nicht viele Schüsse aus. Und vor allem, wenn die in meinem Gesicht stehen und ich keine Zeit oder keinen Platz habe zu manövrieren. In irgendeiner Form. Hallöchen. Was geht hier jetzt ab? Uah! Super Chengan, okay. Wir sind einfach mal komplett. Einfach nur volle Kanne nach vorne rennen. Nochmal die Gedöns. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen Energie haben. Wäre ich jetzt nicht undankbar. Alter, hier ist so viel Scheiß. Ich sehe hier nichts mehr. Das ist unglaublich. Mal schön den Generator behaken. Genau so. Getroffen werde ich momentan nicht sehr häufig. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles so geplant. Ist es definitiv nicht. Oh, da ist ein Apfel. Oh, da liegt was Süßes. So. Okay, nächster Generator. Nein. Da gibt es eine Granate. Ah, nein. Die ist schon wieder so ein großer. Ich möchte euch nicht sehen.
Großen sind doof. Alter, wie getroffen, der Penner. Lauf! Doch mal, da weg. Die brauche ich die Energie, auf jeden Fall. Aber ich werde hier noch versuchen, alles von Gegnern soweit zu säubern. Aber gleich nochmal zurückgehen. Das ist wieder so ein verkacktes Landungsschiff. Ich komme da nicht dran. Dann sammle ich die Bombe ein. Bitteschön. Bombs. Wenn die Bombe Bombe sein wird. So, okay, alles kaputt gemacht. Sehr gut. Ich hab noch einen Hammer. Brrr. Geh da rein! Jetzt wurde ich deswegen nochmal getroffen, weil ich nicht reingehen wollte. Das fette Schwein. Echt unglaublich. Heieieiei. Also zu sagen, das Level wäre einfach, wäre gelogen. Okay, ich glaube, wir sind... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin wirklich nicht ganz sicher. Nee, sind wir auch nicht. Also ich glaube, wir sind am Ende, aber das ist so ähnlich aufgebaut mit verschiedenen Säulen und so. Aber nee, wir sind hier noch nicht. So,